ganz allein, leckt mir am Arsch. Wir haben uns geküsst. Nein! Fake. Und ich mag keine fake Menschen. Und weil es beim Bachelor immer so wunderschöne Aufnahmen gibt, hier eine Aufnahme von gestern Abend, dem Sonnenuntergang. Und ich hoffe, jetzt nach dieser Aufnahme wird der Sonnenuntergang aus dem Bett wieder genauso schön sein. Servus Leute und hiermit herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 von dem Bachelor irgendwo in Südafrika, Kapstadt, glaube ich. Wie ihr vielleicht schon im Titel erkennen konntet, passiert heute etwas Einzigartiges. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich einen Titel schreibe oder nicht. Auf jeden Fall passiert heute etwas und deswegen würde ich sagen, viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Ich fühle mich wie eine Prinzessin hier. Man muss sich um nichts kümmern. Der Kühlschrank ist voll. Das ist, glaube ich, wirklich das Allerbeste an den Formaten. Du bist halt 24/7 komplett versorgt und der Kühlschrank ist voll. Eine Nachricht! Im Abbruch. Team Dennis sind heute Lisa, Rebecca, Katja, Brenda und Kim. Kim, sie hat, glaube ich, ein bisschen weniger Bock als alle anderen auf diesen Sport am Morgen. Aber die anderen, ist die Motivation da? Ja, die Stimmung ist down. Vor allem bei denen, die in der Villa sitzen bleiben müssen. Das fühlt sich aber echt komisch an, irgendwie, wenn man dann so hier bleibt, ne? Und die anderen gehen alle irgendwie. Aber du warst ja schon auf einem Gruppendate, oder? Ja, das schon. Ja, das schon. Und die Damen, die bis jetzt noch auf gar keinem Date waren, die regen sich nicht so sehr auf wie sie. Aber trotzdem komisch, dass er wieder die zwei Girls mitgenommen hat, Fabi und Larissa, ne? Ja. Spannend, spannend. Denn ich habe in jeder Staffel so das Gefühl, dass sich der Bachelor schon ziemlich am Anfang entscheidet, wen er am Ende gewinnen lässt. Mir ist natürlich wichtig, dass man auch ein bisschen Körperkontakt zeigt. Wir spielen Rugby. Ich habe natürlich geschaut, dass ich heute richtige Powerfrauen hier im Kader habe. Hihihi, denn im Endeffekt ist für Dennis nur das eine wichtig. Er will was für die Augen. Er will einen Schmausekuchen. Er will einen Augenschmaus mit einer Sahnetorte auf der Kirsche. Rugby ist natürlich eine volle Kontaktsportart. Da grinst er. Er will endlich mal zupacken. Captain Bulls! Kommen Sie. Natürlich schon imposant, schon groß. Groß ist natürlich auch das Stadion, aber ebenso die Augen von Dennis, denn er glotzt überall hin. Die Gunst der Stunde habe ich genutzt und habe mir das mal natürlich ein bisschen genauer angeguckt beim Warm-up. Jawohl. Leckt mir am Arsch. Das hat mir gefallen. Während sich Dennis also seine Äuglein aus dem Köpfchen glotzt, gibt's in der Villa ein Ersatzprogramm, das nicht ganz so spannend ist. Wir sind die Cheerleader. Was ist das denn? Hat jemand von euch schon mal Cheerleading gemacht? Nee, ich mach doch jetzt kein Cheerleading hier. Wup, wup, richtig spannendes Ersatzprogramm. Dafür geht's beim Date umso realer zu. Es ist wie eine echte Rugby-Show. The Cape Town Fishers wear the blue and they are led by Sebastian. Red Team, the Cape Town Bulls, led by Dennis. Es gibt einen Sprecher, es gibt Animationen, es gibt Replays, es ist weniger der Bachelor und es geht mehr um das Spiel. Oh. Try to the Cape Town Fishers. Boah. Hey, was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Am Ende ist nichts passiert, aber das junge, dynamische, sportlichere Team von Dennis hat natürlich gewonnen. Sebastian hat das Ganze ein bisschen angenehmer angehen lassen und deswegen bekommt Dennis eine Überraschung. Katja, nehme ich dich mit. Dennis. Alter Schwede, das war Hammer. War ein geiles Match. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich fand Spaß. Und genauso wie sie am Anfang dargestellt wurden, die beiden Bachelors, sind sie heute auch noch. Dennis ist einfach dieser aufgedrehte Vollgasjunge und der etwas Ältere hat natürlich absolut nichts mit dem Alter zu tun. Sebastian, er ist wirklich sehr ruhig, redet wenig, ist eher bedacht und nicht nur laut. Das Einzeldate ist mir unglaublich wichtig. Nur zu zweit. Ganz allein. Unglaublich wichtig, aber er hat Katja gewählt, weil sie das letzte Tor geschossen hat. Er hat schon gekribbelt bei mir, also ich war schon sehr, sehr nervös. Hi. Hat er danach auch so Glücksgefühle, wirklich. Boah, du wolltest gar nicht mehr aufhören. Ich wollte gar nicht mehr aufhören. Mit den Glücksgefühlen meinen sie natürlich noch die Glücksgefühle, die beim Spiel entstanden sind, aber dieses Date wird nicht groß anders verlaufen. Da werden die Gefühle gleich Achterbahn springen. Bei Katja, da geht's nicht so schnell. Nee, nee. Und kurze Zeit später... Es war schon romantisch. Ich kann schon auch schnell Nähe zulassen, wenn ich mich wohlfühle. Und ich mach's nur, wenn es sich wirklich lohnt. Weirde Aussage von ihm und ihren Blick kann ich nicht ganz genau deuten. Ist es eher so ein What the fuck meinst du mit dieser Aussage oder blinzel, blinzel, ich will gleich rummachen?
Läuft. Und da auch wieder, es war fast zu erwarten. Er ist halt der junge Dynamische, der einfach voll drauf geht und nicht alles langsam angeht. Und deswegen habe ich auch schon gedacht, dass Dennis da den ersten versenkt. Ja, du. Heieiei, aber das hat sich gelohnt. Und der erste Kuss in Folge Nummer 3 ist schon rekordverdächtig, oder? Gab es einen Typen, der davor noch geküsst hat? Der Kuss hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Und den Kuss habe ich auch gefühlt. Also gut. Und wie ich finde, kommt jetzt erst die spannende Szene, beziehungsweise in der Staffel die spannenden Szenen, denn es wird nicht nur in der Ladies Villa erzählt, sondern auch in der Bachelor-WG. Also da war dann schon noch so ziemlich Distanz da. Ja, die ist jetzt hier nicht so eine, wo... Die ist nicht sofort auf Tuchfühle gegangen. Nee, gar nicht eben. Und dann lagen wir da so... So, und dann 5 Minuten später gingen beide voll auf Tofule. Habe ich noch nie gehört, ist vielleicht ein deutsches Sprichwort, aber ich denke daran sofort bei Toffifee. Hier auf meiner Brust. Okay, also hast du sie geküsst. Was glaubst du? Ja, du hast sie geküsst. Also sei ja ein Mann der Taten. Ja. Ja, und Dennis, der stechende Specht, er ist natürlich noch lange nicht durch mit dem Küssen-Thema. Er will auf jeden Fall mehr in den nächsten Tagen. Mal gucken, ob es jetzt die letzte war. Ich glaube, vielleicht auch nicht. Na, dann schauen wir mal in die Frauenvilla, ob es dort genauso fröhlich zugeht. Also, erstmal, es war eine Couch und drumherum so alles so ein bisschen hübsch gemacht. Kennt ihr ja, ne? Kennt ihr ja, ne? So eine schwarze Ledercouch, dann ein paar Kameramänner und 2 Personen. Ja. Das ist aber romantisch. Ja, das war auch romantisch, wirklich. Also, wir haben ganz viel gequatscht. Ja, und wir haben uns geküsst. Doch. Straight to the point. Sie erzählt direkt die ganze Story und alle sind ziemlich froh. Aber erfahrungsgemäß kommt im Nachhinein die Eifersucht und nicht alle gönnen ihr den ersten Kuss. Man stellt sich die Frage, will man so einen Mann, der halt flirty ist? Ich glaube, es kommt drauf an. Wenn er zu ihr das erste Mal flirty ist, dann wird es ihr gefallen. Aber in dem Fall ist es halt eher Eifersucht. Ich finde es grundsätzlich ein bisschen früh. Ich hatte schon das Gefühl, dass es vielleicht so die ein oder andere so ein bisschen nachdenklich gestimmt hat. Darüber wird gleich noch geredet, aber das Gute ist halt, dass es jetzt 2 Bachelor-Typen gibt und die Frauen theoretisch jeden Tag wechseln können. Aber würdest du ihn jetzt auch küssen, wenn es dazu kommt? Oder bist du ein Bachelor? Ja. Ja, aber es ist ja hier so, ne? Beim Bachelor ist mehrgleisig fahren also erwünscht und erlaubt. Bei Are You The One, da ist es nicht so fein abgelaufen, denn da wurden gewisse Damen verarscht. Wenn ihr das Wiedersehen nicht verpassen wollt, könnt ihr es schon anschauen, tatsächlich. Es wird noch mehrere Küsse geben. Aber ich finde es trotzdem komisch, dass es schon so früh ist. Ey, wir sind immer noch so 11 Mädels, wir werden jetzt mit allen 11 rumlecken. Ja, Dennis glaube ich schon. Aber jetzt geht's erstmal zum nächsten Massendate. Ja, es ist einfach immer unglaublich, wenn die Mädels da auflaufen. Da ist echt eine schöner als die andere. Der schöne Auflauf schmeckt den beiden Typen, aber trotzdem schnappen sie sich erstmal jeweils eine Tänzerin und flirten mit der. Ja. Und ein richtig süßes, freches Lächeln. Ja, danke schön. Also ich glaube, das wäre schon ein ziemlicher Schwinger für den Sebastian, wenn die Leonie auf einmal Interesse an mir gewinnen würde. Bei den Flirtversuchen, so hart wie Dennis sie anflirtet, könnte das passieren, aber alle anderen wissen auch, dass sie eigentlich schon fix zu Sebastian gehört. Warum reden die denn jetzt? Was geht denn jetzt ab hier für ein Film? Ja, die wollten doch schon bei der Nacht der Rose miteinander reden. Ihr wollt mich schon alle flachsen, oder? Aber Leonie wollte ja gar nicht mit Dennis reden, er hat sie eingeladen und außerdem merkt man, dass sie nicht so flirty ist. Echt, ja? Tatsächlich. Echt, ja? Ja. Leonie wusste davon, dass ich den Dennis kennenlernen möchte und sie ist hin und weg von Sebastian, deswegen habe ich es nicht verstanden. Das ist die Hater-Lady Laura aus der Mausgang, haben wir schon letzte Folge gesehen, denn damals hat sie auch über andere Frauen gelästert und jetzt in dem Fall über Leonie, obwohl Leonie von Dennis eingeladen wurde und nicht umgekehrt. Hallo, ihr Süßen! Dass du mit Herz in Augen wieder zurück bist. Nee, jetzt mal ohne Scheiß, das ist ja auch nee, völlig. Und wie man sieht, ignoriert er Laura komplett und das passt Laura überhaupt nicht. Gleich, Moment. Okay, kein Problem. Gib uns so bitte 2 Minuten. Sie hat eine Abweisung bekommen und damit kann sie überhaupt nicht klarkommen. Du bist ja gerade hin, oder? Zu Dennis. Mach ich nie wieder in meinem Leben. Das ist schrecklich, oder? Ich bin eine Frau. Es ist eine Frau. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber die kann genauso einen Korb kassieren.
Gibt's da eine leckere Traube für mich? Ich fand es sehr schön, wie er dann seine Hand ausgestreckt hat und mich genommen hat. Naja, aber lang hat das Gruppendate dann nicht mehr angehalten. Es ist vorbei und die Damen müssen sich verabschieden. Ist natürlich sehr schade, dass wir das Ganze jetzt schon beenden müssen. Außer Freya. Wir zwei haben noch ein Einzeldate. Dafür hat natürlich Dennis heute kein Einzeldate, er hatte gestern schon eins, aber wir schauen jetzt kurz in die Villa, denn da passiert was, was ich mir heute schon gedacht habe. In Marbella. In Marbella. Ey, lebt diese Jana Maria von dem Bachelor nicht auch da? Das ist meine Schwester. Nein! Als ob! Ich dachte, ihr wisst es. Nee! Ich hab's irgendwie geahnt. Jana Maria, Kim Ai oder wie auch immer sie heißt, beides sind Doppelnamen. Sie haben leicht ähnliche Züge im Gesicht und vor allem klingen sie so super ähnlich. Aber gut, jetzt haben wir die offizielle Bestätigung. Krass! Krass! Aber jetzt wieder zurück zum Ziegenkrieg. Ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe, aber irgendwie hat man halt, als Leonie so ein bisschen angefangen hat zu erzählen, so ein bisschen so ein paar Blicke gesehen und wahrgenommen. Die Blicke kommen natürlich aus Lauras Richtung. Sie hat eben, wie gesagt, letzte Folge schon über eine Dame gelästert und heute ist Leonie das Opfer. Fake und ich mag keine faken Menschen. Sagen genau das in den Formaten nicht immer die fakesten Personen über andere, die nicht so fake sind? Ich weiß nicht, was Laura für ein Problem hat. Im Endeffekt, die Frau ist 23 Jahre alt. Sie redet und lästert gern über andere und beschäftigt sich nicht selbst mit dem Bachelor. Sie hat gesucht. Uiuiui, das klingt gut. Bei dem Bachelor-Date, Einzeldate-Dingsbums geht's nicht so heiß zu. Ich weiß noch, wir waren mal einmal mit meinen Großeltern. Was ist, wie alt war ich da? Weiß ich nicht. 12, 13, irgendwie sowas. Wir waren bei so einer alten Mühle und wir haben da Schnitzel gegessen. Lieblingsessel, Omas, Opas, Schnitzel und dann wurde auch noch über Zahnspangen geredet. Also so richtige Flirtstimmung kommt da nicht auf. Wenn das so weitergeht hier, ist das wirklich schwierig. Und dann komm gut nach Hause. Ja, mach ich. Sehr schön. Tschüss. Bis dann, ciao. Ein kurzes Einzeldate. Trotzdem waren beide glücklich, obwohl es jetzt zu keinen intimeren Dingen gekommen ist. Und direkt danach geht es zur Rauswurfnacht Nummer 2. Ich muss jetzt schon wieder schiffen wie ein Ross. Na komm, geh doch mal Pipi machen. Weißt du was? Das mache ich jetzt. Los geht's. Und Laura, sie muss auch Druck ablassen, aber nicht in Form von Toilette, sondern in Form von Lästerei. Leonie und Sebastian können einfach auch hier rausgehen aus der Show. Sorry, aber... Sie kann es doch nicht beeinflussen, was er macht. Ja, du kennst schon, es gibt schon Redetechniken, ne? Das kann man alles erlernen. Hätte, hätte Fahrradrosette. Man könnte auch jemanden privat kennenlernen, dann hätte sie nicht diesen großen Druck, diesen Fame zu bekommen und es gäbe auch nicht so viele Gründe für Eifersucht. Ich glaube, irgendwie Leonie hat irgendwie, weiß nicht, weiß sie eine Hexe. Glaubst du? Hat der irgendwie zu viel Sekte gesoffen oder so? Nee, tatsächlich in den ersten 3 Folgen waren die alle noch ziemlich nüchtern, würde ich jetzt mal sagen. Die sind einfach so, wie sie sind. Aber ich bin gespannt, wie sich dann weiterentwickeln wird, wenn sie sich mal richtig abfüllen. Ja, heute ging es wirklich wie am Fließband. Also, komm mal, wir gehen mal einfach rein. Okay. Ich weiß, die Liste ist lang, aber wenn du Zeit hast. Fließbandarbeit wird in Folge Nummer 3 immer noch groß geschrieben. Ich bin mir sicher, das wird in den nächsten 2 Wochen ein bisschen abflachen. Vor allem, wenn viele Damen eliminiert werden, so wie die nächste. Ich hatte dann halt eben nur das Gefühl, hey, ich weiß gar nicht, ob ich mit der nochmal in Kontakt überhaupt komme. Okay. Alter Schwede. Das einzige Gespräch mit Kim, ey, das... Das war wirklich kritisch. Also die zwei waren kurz davor, sich anzuschreien und in den Schwitzkasten zu nehmen. Und darüber muss Dennis jetzt erstmal mit seinem Papi Sebastian reden. Die Kim, Alter, ich weiß nicht, die Kim hat mich gerade fast auseinandergenommen. Oha, das ist aber jetzt interessant. Oh, interessant, spicy. Aber spicier als das war es tatsächlich nicht. Das war sie dann schon die Nacht der Rosen und jetzt muss wieder entschieden werden. Wer bekommt ein Flugticket und wer eine Rose? Ja, liebe Ladies, danke für den spannenden Abend. Die Atmosphäre ist langsam eine andere. Man merkt, es wird ernst. Und natürlich dürfen die Männer wählen, klar. Und 2 Damen werden fliegen, 17 dürfen bleiben. Freya. Nadja. Larissa. Lissi. Eva. Rebecca. Leonie. Katja. Fabi. Brenda. Celine. Lisa. Lavinia. Kim Iva. Jessie. Laura S. Kim. Genau, also 2 dürfen gehen und zwar zufälligerweise 2 Blondinchen heute Abend. Und das passiert nächste Folge in Nummer 4.
Es kommen zwei neue. What the fuck, man? Sind alle hier, um Dennis und mich kennenzulernen? Nicht alle. Eine kurze Vorschau, aber es scheint spannend zu werden. Wenn ihr Folge Nummer 4 nicht verpassen wollt mit anscheinend neuen Kandidatinnen, könnt ihr sehr gerne meinen Kanal hier oben kostenlos abonnieren. Da oben gibt's einmal, wie schon davor in der Folge angesprochen, das große Wiedersehen von Are You The One. Hier unten die ganze Staffel vom Bachelor. Falls ihr euch die anderen Folgen noch anschauen wollt, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und ciao, ciao. Es wird noch richtig spicy werden.